ganz schnell. Genau da. Genau da. Wer schnaubt denn hier? Ist das sie? Ja, ne? Da ist die Tür. Schnell jetzt. Ja, hier, Mann. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind noch nicht da. So, warte mal. Vielleicht können wir uns jetzt was leisten. Gut, dann an die Arbeit. Oh, scheiße. 5 hätten noch. Fehlt noch 5. Hier lang, schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh, wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Also viel Werkbänke, wie wir haben. Aus dem Shop. Nein. Wir können ja auch zur Reise. Ach du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Alles gut. Glaube, gleiche Sounds wie bei der Vogel, ne? Nicht so, Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter. Wir sind da. Geschafft. Geht es dir gut, Ego? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Wir sind aber jetzt da. Das ist da, bloß ne? Mein schlimmster Albtraum. Oh, wir sollten da etwas laufen. Auf festem Boden. All diese Blumen, die müssen für ihre Zeremonie sein. Ja. Warte. Und so viele Felder zum Verstecken. In Deckung, schnell! Augen offen halten! Schnell noch. Schwere Rüstung. Ando hat sie ganz schön auf Trab gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Was ist das für Rauch? Los, es funktioniert. Waren da noch mehr von Arnos Leuten? Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Meine falsche Kerle. Vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres. Werden sie nicht. Dafür sorgen wir. Da lang. Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Arno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. Ich hab die Kiste gesehen, aber. Was ist das? Der Typ kommt da wieder. Da war noch was. Noch mehr. Mal nachsehen. Er weiß von uns. Oh, wie viele Truhen sind denn hier? So verlockend. War wohl doch nichts. Gorilla. Sophia, hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein,
Nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Vielleicht. Geht gerade. Ich glaube, es war zu spät. Wir schaffen das. Die sind bestimmt von der Zeremonie abgelenkt. Was ist das für eine Zeremonie? Gute Frage. Das sehen wir, wenn wir da sind. Was? Seltsam. Ist die Truhe. Wo ist der eine? Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Das brennt schnell. Bringt nichts. Ah, okay, da kommt Jesu. Ich kann sie gar nicht ablenken. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Fangen wir das Licht ein. Hä? Rauch? Wo kommt der her? Klappt immer. Kein Grund zur Sorge. Verstanden? Kapiert! Das wäre ja ein Sakrileg! Der Sohn braucht Ruhe, keine Waffen! Eine dicke Truhe. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Das brennt schnell. Hey. Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Die Luft ist rein. Oh, Junge. Sieht aber nicht der. Du riskierst ziemlich viel für Leute, die du kaum kennst, Sophia. Du weißt, das musst du nicht. Ich schulde euch was. Außerdem ist das alles einfach viel zu spannend. Na gut, aber bleiben wir vorsichtig. Ja, gehört? Ich schau mich um. Hey. Alles gut hier. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Ja. Ah, schau noch mal nach. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Fangen wir das Licht ein. Sucht alles ab! Wir haben Gesellschaft! Mach ich! Sie sind dahinter! Ich ganz wusste sicher. Doch, dass sie wiederkommen. Einfach. Wir haben ungebetene Gäste! Fangt an zu suchen! Oh, nö, nö. Klappt immer. Naja, klappt immer. Es waren die. Zweifellos.
Und da geht noch einer dahin. Sucht alles ab! Wir haben los, es funktioniert. Natürlich! Sagt Bescheid, wenn ihr was seht! Nichts hier. Verplemperte Zeit. Hier versteckt sich jemand! Sucht alles ab! Wir haben ungebetene Gäste. Fangt an zu suchen! Hier schleicht jemand rum. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Oh, ich wollte gerade rausgehen. Was ist das? Ihr Schafsköpfe, jetzt weiß nichts. Ich, wo ihr seid. Weg hier. Ich werde mich mal woanders umsehen. Ihr wollt euch verstecken. Ich finde euch. Kommt der denn jetzt hierher? Alter. Nur die Truhe wird schwer. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Das brennt schnell. Die waren das, ganz sicher. Ah, jetzt kommt der. Feiglinge, kommt raus! Ey, das ist auch eine Truhe. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Das war die ganze Idee. Fang an zu suchen. Sofort. Ich finde hier rein gar nichts. Mann, kann mir die Suche sparen. Viel zu einfach. Hier sind ein paar Störenfriede! Augen auf! Vielleicht sind sie da drüben. Nichts hier. Verplemperte Zeit. Da ist aber auch kein Feld, wo ich hingehen könnte. Niemand hier. Da kommt man, ne? Hier ist alles sauber. Ja, komm. Die zwei Dicken ausgleichen. Muss wieder weiter. Die nachfolgende Sendung. Ah, jetzt kommt der auch zurück. Lieber mal woanders suchen. Junge, da steht einfach ein Türrahmen. Geh weiter. Mann! Ich kann mir die Suche sparen. Der ist auch da. Ich sehe mich lieber woanders um. Ja, dann geh doch woanders. Sie sind nicht hier. Sinnlos. Hier ist niemand. Hier ist. Ist ja noch schwerer als die kleine Dicke. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Das brennt schnell. Hier
War klar, dass sie mich nochmal verarschen wollen. Achso, hier geht's. Hey. Ihr schleicht jetzt so leichtsinnig. Nein. Ah. Wir sind direkt weg. Ah ja. Das ist die schwerste Stelle, die ich... Boah. Kommt der denn? Warum wechseln die sich ab? Wollt ihr mich verarschen? Zurück. Jetzt kommen andere dahin. Ich stehe jetzt hier um. Darf ich jetzt hier mal? Niemand hier. Ich gehe weiter. Na, geh doch weiter. Wen gehst weiter? Klapper geht sich, ne? Keine Spur. Es konnte wir. Ist auch noch zu. Vielleicht sind sie da drüben. Hier ist nichts. Boah. Jetzt wird zurück. Zwei Dicken. Lieber mal woanders suchen. Was? Und wieder weiter. Komisch. Oh. Die haben aber die gleiche Routine erlaubt, ne? Hier ist niemand. Ja, dann hau da ab. Echt keine Hobbys, ne? Oh nein! Amicia! Die sind garantiert hier entlang! Ey, was für eine Scheiße ist das denn? Schaut, ich kann da rüber! Nicht rein. Oh. Ja, versteckt.
wir das aufmachen sollten, wage ich zu bezweifeln. Freunde, wir sind gleich da. Ja, eigentlich, ey. Ich hab's wahrscheinlich hier abgekürzt mit ein paar Cuts. Ja. Na, unten war ja. Wie geht's dir, Hugo? Ein bisschen Bärbank. Komisch. Aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spür's auch. Und ich vertraue euch beiden. Ja, Schleuder. Bam. Das sollte die Sache erleichtern. Kein Spielzeug mehr. So sieht's aus. Muss eigentlich wohl lang. Ganz hoch ist, glaube ich. Ja. Hört her! Es ist fast soweit! Versammelt euch bitte! Der Graf und die Gräfin! Wir kommen wohl rechtzeitig. Wir warten noch auf einige Nachzügler. Kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Nachzügler? Das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Wir überlegen uns was. Oh. Ich glaube, hier sollte man hin. Freunde und Kinder. Heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch, hier in den kalten Fluren, das sind die beiden. Hab ich gar nicht versteckt erkannt. Vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix, der Phönix, mit seiner Asche zu verarmen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter und als Vater. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Kommt. Was geht hier vor? Ein Ritual war. Na, die verkleiden sich. Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Hey, verkleiden wir uns? Nice. So werden wir in der nächsten Session auftreten. Öffnet Herz und Geist. Denn nun erzählen wir seine Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, los. Vor allem, hey, wo ist denn die eine? Hey, wo ist unsere? Ich habe aber mir jetzt Bock weiterzumachen. Wow. Amicia, sieh mal da oben. Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also Ihnen? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt. Ein Kind auf einem Thron, in einem Ordenstempel. Das ist der Sohn der Glutasche. Nehmt neben uns Platz. Guck mal.
Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Knie bitte nieder. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme, schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Weit weg voneinander. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen, doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Ja, geopfert. Ihr. Ja, genau. Eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Genau, was für ein Zufall. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Ja, eine Fackel. Tschö. Donner eingeschlagen. Geht und bringt ihm das Licht. Vieles steht auf dem Spiel. Ich glaube, der meinte dich. Ich glaube, der meinte dich, Junge. So. Scheiß drauf. Das ist so unwirklich. Die Fresken, die Seuche. Die denken, dass der Tod des Sohns sie ausgelöst hat. Sie wissen also nichts von der Makula? Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amicia, das Wasser wird die Fackel löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts. Hier ist kalt. Geschafft. Es wird gleich wieder warm. Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich habe Angst. Geh weiter. Ich bin bei dir. Was ist denn hier los? Sag mal. Was für ein Ritual ist hier denn? Was für eine Sekte? Wer sagt das? Ah, da hinten. Mir ist kalt. Ich hab Angst. Es ist bald vorbei. Ihr seid zurück und eure Fackel ist weg. Hey, wie kommt ihr denn aber nicht nach mehr hier? Allein. Der Sohn muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir. Eine Fackel? Ja. Gut gemacht. Der Sohn muss wieder auferstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Einfach, wenn wir entdeckt werden, sagen wir einfach, wir wollen es mal ausprobieren. Der Phönix. Es ist der Phönix. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr. Auch wenn der Orden dahinter steckt. Oh, sieht was. Ich bin's. Sophia, kommt. Ich hab da hinten einen Durchgang entdeckt. Jetzt oder nie? Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Oh, ich bin da mal weg, ne? Tschüss. Die werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht. Wir sehen alle gleich aus. Oh.
Boah, ey. Erstmal Ruhe, volle Sekte. Ich habe einen Phönix auf der Tür gesehen, dann den Spalt. Gut gemacht. Sie sind beschäftigt. Ja. Gehen wir. Ja, wir gehen aber erst in der nächsten Folge. Haut rein. Wir sehen's dann.